Ja, das sind wir wieder zurück zu einer neuen weiteren Runde. Und ich drücke schon wieder falsch, ne? Ich drücke immer falsch, grundsätzlich. Wir dürfen heute eine Militärbasis erobern. Was ich eine coole Aktion finde. Jo, gut. Out hat's überlebt. Hey, hallo Zombie. Hey. Oh, das klang mal nach einer Scheibe. Unser Auto wird immer kaputt. Aber wir sollten wirklich damit aufhören, Zombies so zu überfahren. Solange wir nicht so viele Toolkits haben, um es wieder reparieren. Jetzt babbelt die schon dazwischen, ne? Das ist echt schwierig. Leave him. He doesn't trust anybody. No. Gott sei Dank. So langsam bin ich berühmt dafür, dass ich meine Autos immer in diversen Schwierigkeiten bringe. Wir sollten wirklich mal auf dem Weg bleiben. Vor allem, weil es da gleich da hinten ist. Toll. Ich wäre schon fast dran vorbeigefahren und dafür ins Wasser geplumpst. Wir haben halt echt keine Schusswaffen mehr. Zombie on board. Gut, der ist tot. Kommen wir irgendwie näher ran? Okay, den Ding da überfahren wir noch. Und so mehr wir hier überfahren, umso leichter fällt es uns. So, ja, wir locken noch kurz hier ein paar Zombies noch an. Hehe, der ist Matsch. Guess the army guys abandoned it when it got overrun. Christ, overrun is an understatement. You're not getting cold, jo. Feet, are you? Not on your Fette Mann an der Türe. We should clear this place out before we search. Gott sei Dank. Works for me. Plus 50 Einfluss haben wir. Ja gut, das üben wir noch. Ich kann zwar echt nichts, aber das konnte ich. Weißt du was, jetzt machen wir es mit der Hand hier. Tötet sie. Nice. Sonst noch was? Ja, hier hinter uns. Alle drei auf eine Person. Ah, gut, hier können wir was looten. Wir durchsuchen das hier. Ich hoffe, ihr findet irgendwie Schusswaffen, aber es ist eine Militärbasis. Schon mal Munition. Ist das schon mal ein Vorteil hier? Schön, dass es so dunkel ist. Das ist auch mal ein Laden hier drin, ne? Riegel. Ach, der Rucksack. Und ein Zimmer Rucksack. Ausrüsten. Nice. Ich glaube, den Zimmer Rucksack können wir da eigentlich da lassen. Brauchen wir nicht mehr. Ich durchsuche das hier mal. Und was finden wir? Nice. Heavy damn load. Durchsuchen. Ja, mal ein bisschen haben wir schon was gefunden. Oh, Medizintasche. Ganz wichtig. Ich glaube, wir dürfen die wieder ins Auto.
Warte mal. Ja, ich will mal kurz ins Auto. Ich bringe das Zeug zurück. Was wir jetzt schon gelootet haben. Oh, hallo Zombie. Lassen. Ja. Könnten wir unser Auto noch tanken? Haben wir noch wieder einen Slot frei? Gut, machen wir so. Aber hey, wir haben ein Schwert gefunden. Können wir das irgendwie ausrüsten? Evil Inventar. Einschlag. Tötung. Sind ja eigentlich ziemlich gleich. Gut, lass mal einfach mal Arsch lecken. So, wir sind in diesem Raum noch nicht fertig gewesen. Mal schauen, was wir noch mitnehmen können. Das brauchen wir nicht. Ich brauche halt echt eine Nagel, irgendwas, was krach macht. Auch Feuerwerkskörper. Aber hey, damit können wir immer Zombies anlocken. Werfe ich gar nicht mal so ohne. Ich glaube, wir haben dann hier alles soweit gefunden. Ja, das war nur unser Simno-Rucksack. Gut, der Laden ist aussortiert. Gehen kurz darüber. Ich schätze mal, die Hauptmission wird da drin fest stattfinden. Außer gehen wir noch die Nebengebäude ab. Looks like this place is Z-free now. Was ist denn das hier? So eine kleine Schnellsuche. Na, lieber nicht. Ethanol. That's my last one. So, erstmal Energy reinkippen. Das mache ich in We Live eh so gern. I can actually use this. Oh, nice. Sind ein paar Dinge, die wir euch gebrauchen können. Eine Rohrzange, nee. Die lassen wir hier. Hier. Gehen wir wieder ins Auto zurück. Hier. Au. Und wir haben keine Waffe dabei, ne? Was für ein Schmutz ist das? Egal, wir legen erstmal den Sack hier ab. Die Benzinkanister. Sagt alles schwierig. Können nicht wirklich was da lassen. Ja, ich habe keinen Raum für das. Ja, natürlich ist es voll hier. Schmutz. Das heißt jetzt auf in den Kampf, oder? Fire in the hole! Ja? Wollt ihr mal schießen? Hallo?
im Nahkampf. Einfach draufgeprügelt. Auf ein neues. Wieder anlocken. Und wieder wegschnitzeln. So kriegen wir diese Bude auch ausgeräumt. Die läuft was Starkes an. Dass sie ein extra Symbol auf der Karte hat. Ja, das war's. Zeichenprobe. Noch eine Zeichenprobe. Ich soll irgendein Zeugenherz beseitigen. Beseitige Zeugenherz und alle Zombies beim industriellen Stahlversorgungsunternehmen, was als Militärbasis hier verwendet wurde. Aber ich brauche irgendeine Waffe. Wir haben keine Waffe. Geht auch nicht auf. Weißt du, früher waren doch voll die Waffen hier. Ja. Aber irgendwie haben die auch die Jeeps rausgepatcht. Ja, gut. Versuchen wir es mal mit der Hintertüre. Ich tue diese Tür jetzt nicht, aber diese Türe, die scheint ganz angenehm zu sein. Okay, wieder raus mit Rahmen. Ich will mich nicht zu lange in diese Säulen hier aufhalten. Das könnte verdammt giftig sein hier. Wo ist das Zeugenherz? Ja, gut. Hier war es nicht. Irgendwo muss es doch sein. Ich muss jetzt schnell gehen. Wie kriegen wir dieses Zeugenherz, wo auch immer das ist, zerstört? Muss einen besseren Weg geben als diesen? Hier raus. Ja. Fangen wir als bald das Zeug hier an. Helena, ich muss dich kurz übernehmen. Okay, bin eben nicht. Ich brauche Seuchenschutzmittel. Helena dürfte noch eine Fläschchen haben.
Hoffe ich. Wollt ihr mal verteidigen und helfen? Gut, ich hoffe, ihr regelt das mal kurz alleine. Ich muss mich kurz verarzten. Okay, sie kämpft auch gegen die Infektion. Wurflockbaum. Warum jetzt nicht da? Energy Drink, Schmerzmittel. Und wo soll ich das bitte hinlegen? Dann kriegst du. Oh. So, du hast es jetzt wieder. Nehme ich das jetzt? Meine Verletzungen sind also zu stark. Mit anderen Worten, ich muss ins Krankenhaus. Wie sind die alle wieder respawned? Willst du mich mobben? Einfach keine Schusswaffen oder sowas. Wie finden wir in den Container? Eine Granate oder sowas, was wir reinschmeißen könnten. Also hier wären zum Beispiel mal ein Container. Gut, wir haben immer schon mal ein Gewehr. Mal schauen, ob es reicht, auf das Teil einfach drauf zu ballern. Mal schauen, wir finden noch was Effektiveres. Eine Handgranate, irgendwo in so Richtung. Eine Schaufel, oder? Ernsthaft? Die Schaufel braucht kein Mensch. Ja, meine Damen und Herren, das wird spannend. Ich brauche irgendwie eine Grenade. I can't carry that much. Are you kidding? Eine Shotgun. That was terrifying. Ach, der Rucksack. Let's look around and get out of here. Gott, ich scheiß auf das Schwert. Abwerfen. Wir führen die mal gleich auf. Pretty heavy. Kiste von mit Samen bräuchten wir halt echt, ne? Die bräuchten wir. Egal. Hau weg die Scheiße. Ich glaube, ihm. Der Rucksack ist wichtiger. Your inch is from the plague, Hon. Take it easy. Polizeimesser?
Wir müssen noch mal zurückkommen. Ich sehe das schon. No more in sight. Let's make the most of it. Aber immerhin, das Gebiet ist gesäubert. Könnten hier Anspruch erheben auf so ein Gebäude? Aber hier in der Gegend gibt es halt sonst nichts wirklich Interessantes, ne? Ah. Mit Stacks, das Ding brauchen wir halt. I can't carry any more crap. Wie bekomme ich das jetzt weggestroppt? Das hier weg. Ach, Rucksack kriegst du. Gut. Warum steige ich bitte ins Auto ein? Sorry. Wir brauchen noch unbedingt noch diese eine Kiste. Ach, warte mal. Den Rucksack müssen wir erstmal loskriegen, den großen. Das heißt, wir müssen das hier aufmachen. Nehmen wir den Rucksack raus. Dafür das Teil da rein. Gut. Dann gehen wir zum Herz zurück, holen den einen Baurucksack noch mit den Materialien, weil die Materialien sind halt echt wichtig, ne? Die sind halt echt, Ja, das ist halt ein Problem mit dem Inventarplatz, dass wir einfach echt wenig Inventar haben. Und ich mag mal wissen, wo diese fetten Chips gekommen sind, die wir früher hatten. Warte mal, warte mal, was Interessantes. Nope. Mitnehmen. Every time the army comes into this valley, ich mag's auch mit denen sprechen. Why can't they just leave us alone? Bräuchten wir eigentlich auch, weil es halt einfach für unsere Basis ist, als Verbesserung. Gut, haben wir nicht. Hat sich also schon wieder erledigt, hier den Außenposten zu beanspruchen. Das ist das, was wir benötigen. Und die Granate. Gut, Alter, Polizeimesser drauf. Krisenpaket. Braucht kein Mensch, komm, brauchen wir nicht. So, wir fahren. Noch gar nicht hin. Wir müssen erstmal nach militärische Sachen suchen. Hinweis, wo das Militär verschwunden ist. Was ist denn das? Waffenüberreste? Hätte auch was, ne? Das hätte was. Egal. Wir müssen jetzt irgendwelche Hinweise hier suchen. Hallöchen, mein Freund. Hier gibt's kein Müde. Wir haben nix. Kann man mit dir noch sprechen? Weißt du irgendwas? Jedes Mal, wenn die Armee in diesem Tal auftaucht, passiert etwas Schreckliches. Warum können sie uns nicht einfach in Ruhe lassen? Ich bin mir nicht sicher, dass sie ihr Bestes geben. Das sind Profis. Wir haben nicht das Recht, sie zu hinterfragen. Rede mich nicht mehr darüber, okay? Yeah, right.
Komm, komm wieder irgendwie rauf. Ich bin wahrscheinlich zu voll gestopft, um da raufzukommen. Oder so. Durchsuchen. Und lass was Leckeres drin sein. 20 Schuss. Das war's. Es fehlen noch 2 Drohnen. Eine Pause. Alter, wo bitte soll jetzt ein Hinweis sein? Jetzt haben wir schon alles eigentlich schon durchsucht. Zeigt Schaufel, braucht auch kein Mensch. Hier waren wir drin. Behälter mit Chemikalien bräuchten wir halt echt, ne? Das bräuchten wir. Scheiß auf Benzin. Wir brauchen die Chemikalien. Ich glaube, da waren wir schon. Ja, da waren wir schon drin. Das haben wir auch schon angeschaut. Hier ist ein Ordner. Oh, hey, that's gonna come in handy. Toolkit. Oh, geil. Tragbarer Motor. Generator. Tragbarer Generator. Auf was können wir jetzt noch verzichten? Kommen wir auf die Proben. Das wäre natürlich auch nice. Das ist jetzt auch wichtig, damit wir unser Auto schnell reparieren könnten. Komm, wir verzichten kurz auf die Handgranaten, nehmen das mit, gehen schnell das Auto reparieren. Dann haben wir beides. Ja, es ist gerade ein bisschen hin und her. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig gerade für euch. Aber ja, es ist halt schwierig. Kann ich mal langsam machen? Nein. Es ist halt schwierig gerade. Mit so wenig Inventarslots hier alles mitzunehmen. Warte mal, Karte. Das ist unser Zuhause. Das ist ein Zeugenherz. Alter Wasserturm. Okay, ja. Ernsthaft? Was willst du? Wir sollten aber rausgehen. Sollten wir echt. Allein schon, weil ich halt echt krank bin mittlerweile. Irgendwo muss noch ein Hinweis sein. So, meine Handgranaten. Scheiße, jetzt soll ich ihn probieren. Stirb. Jetzt gehen wir noch kurz rein und hoffen, dass wir irgendwie Unterlagen zum Thema Militär finden.
Wir haben also schon drin. Hey, I just delivered a load of cool stuff. Oh, danke, Malik. Also, wenn man was sehen würde, ne? Hey, wie groß ist denn diese Gegend? Ich sehe nichts! Egal, wir fahren heim, wir sehen eh nichts. Diese Kiste war mal drin. Nee, eben noch nicht! Hier! Wir haben es gefunden! Sounds like they ran into something nasty. How about we bring that back to Ray rather than standing around in here? Works for me. Nice. Ich bin kurz vor Sterben, ne? Ich bin kurz vorm Sterben. Kaputt. Kofferraum, da hatten wir doch noch. Hatten wir nicht, nein. Egal, wir finden schon noch was. Gott. Wir haben's überlebt. Wir hätten Forscher abbiegen müssen. Egal, wir fahren einfach geradeaus. Die nächste einfach rechts. Alter, was ist das für ein Weg? Den kennst du ja gar nicht mal. I see a feral. Oh Gott! Ich habe gerade auf die Karte ein kleines Symbolchen angeschaut. Ich dachte, ui toll, hier gibt es irgendwas zu looten. Schaut aus wie ein Auto. Ein lautes Symbol auf der Karte. Und so habe ich gar nicht gesehen. Das war ein bisschen lustig gerade. Aber egal. Oh, schon wieder das See. Das See ist nicht geil. Im Dunkeln ist es echt schwieriger hier. Hier sollten wir reinkommen. Auf eine vernünftige Straße. Noch 814 Meter? Nee. Ah, ich glaube, es könnte der Weg sein. Wenn wir den Weg treffen. Wir treffen ihn. Komm. Ja. Hast du den Glückwunsch? Komm, wir fällt ein. Da wird schon nichts mehr passieren jetzt. So. I better watch out for plague zombies. Juch. Alter, was ist das? I need some patching up. Better finish it off. Oh.
to reload. Was ist das denn hier? Steh auf, steh auf! Ich will nicht sterben! Looks like I'm on empty. I gotta rest for a second. Also das ist wirklich Überlebenskampf. Ah, ich bin gestresst. Ich fühle mich gerade. Nein, 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 lass mich los. Fickt euch. Gott, weg. Wir haben es gleich geschafft. Hey, we made it back. Welcome home, my friends. Would it kill you to be as friendly as they are, even once in a while? It might. Ich muss ins Haus. Ganz schnell ins Haus. Spür ich. I'm glad you all made it through. Did you find anything out there? This journal you found, it confirms my worst suspicions. You should hold on to it for now. Something very bad is going on in this valley, and I fear the worst is yet to come. Oh, damn it, Lily. How'd I let you talk me into this? Hey, before you go, can we talk? Ja, Kesha, wir können auch reden. Kesha? Alter. Ich will halt hart sterben, wenn es so weitergeht, ne? Jetzt! Leck mich doch mal! Ray ist ein guter Kerl, aber ich will endlich Action sehen. Kann ich mich eurem Team anschließen? Klar! Danke! Gerne! Gott sei Dank für ein neues Mitglied. Don't worry, Keisha. I'm not upset. We'll miss you, of course, but... Jetzt geht's nach Hause. We'll be here if you need us. And that goes for both of you. That's great. Thanks for giving me this chance. I am totally ready to see some action. You're welcome. Just ease down a bit, okay? Ich brauche erst Medizin. Einfach nur Medizin. Mehr brauche ich nicht. Hier ist die Straße. Wir halten uns jetzt einfach nur in der Straße. Sonst nichts. Nur Straße. Und hoffen, dass wir
noch nach Hause kommen. Alter, wir haben das überlebt, ne? Wir haben das tatsächlich überlebt. Ich hätte es nicht gedacht. Alter. Ja, der Kampf hat mich gerade ein bisschen herausgefordert. Der Kampf ums Überleben. Ja, das war aber wirklich Kampf ums Überleben. Hast du gesehen? Alter Schwede, das war ja anstrengend. Aber ey, wir haben es geschafft. Lass mir das Auto noch parken, komm. Sitzt so ganz gut. Wir müssen ins Krankenhaus. It feels wrong to have all that empty space just sitting there. The more for us, the less for the other guys. Hier, Krankenhaus. Aber hey, wir haben einen neuen Mitspieler. Der wird behandelt. Gott sei Dank. Die anderen lassen wir jetzt auch noch behandeln. Das eine, dass die andere noch in Ruhe bauen kann. Und dann machen wir nächste Folge eine ganz entspannte Folge. Wo wir ein bisschen hier die Gegend aufrüsten und aufbessern. Hier war doch ein Militärzelt. Ja, richtig. Hier ist mein Militärzelt. So, eine lassen wir noch verhandeln. Verhandeln, nee, behandeln. Sind beide ziemlich schlecht beieinander. I'm gonna rest up a bit. Na, was soll's. A bit of bed rest ought to straighten me out. Einfach mal alle. Juckt nicht. So, danke fürs Zuschauen. Wir sehen wieder in der nächsten Folge. 43 Minuten habe ich schon gespielt. Okay. Ja, in diesem Sinne. Nächsten Folge, wo wir uns wieder ein bisschen um die Base kümmern. Mal schauen, was man da aufrüsten kann. Das Auto müssen wir entladen. Und ja, in diesem Sinne. Haut raus. Ciao.